Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem fantastischen neuen Matt Tycoon Spiel, wollte ich gerade sagen. Wir haben jede Menge Spaß gehabt mit Matt Tower Tycoon, allerdings hat uns das Gebäude zerlegt. Deswegen müssen wir neu beginnen. Und damit wir mehr von dem Spiel sehen, würde ich sagen, gehen wir auf einfach. Gehen auf normale Grundstückgröße und schalten die Katastrophen aus. So würde ich das jetzt sagen. Schalten das Tutorial aus, denn wir wissen ja jetzt schon, wie das geht. Jetzt gucken wir erstmal, wie groß ist denn die größere Die konnte ich gar nicht so weit rauszoomen. Okay, so groß ist die große Grundstückgröße. Wo bauen wir denn mal hin? Also ich würde sagen, dass wir auf einer Seite anfangen. Oder sollen wir mittig anfangen? Dass wenn wir noch nach außen irgendwas machen wollen, dass wir da noch Platz haben. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir fangen in der Mitte an. Okay. So. Dann ein paar Learnings, die wir aus dem letzten Mal hatten. Zum Beispiel bei den Servicegebäuden. Die haben genauso wie die Müllsachen haben die eine Reichweite. Und der Entwickler hat mich auch angeschrieben, hat sich für das Video bedankt. Grüße gehen raus. Ehrenmann. So. Und gesagt, naja, es gab auch einen Bug, den ich dank deines Videos gefunden habe, nämlich, wir hatten ja dieses, die Leute wollen irgendwas haben, was wir aber noch nicht anbieten können, was wir noch nicht erforscht haben. Das war also in der Tat so nicht gedacht und ist mittlerweile auch schon gefixt. So schnell geht das, ne? Also Garderos Video gucken, Problem beheben. Das ist ideale Reihenfolge. So, pass auf, jetzt haben wir hier mit diesem Wartungsgebäude das Problem. Das sollte natürlich möglichst sinnvoll eingesetzt werden. Und ich glaube, unter der Erde ist das gar nicht sinnvoll. Ich glaube, wir sollten das Servicegebäude direkt hier irgendwo in die erste Etage machen. Weil ansonsten wird das ja gar nicht verwendet, vernünftig, ne? Und die Treppen oder der Fahrstuhl, das ist auch noch so eine Überlegung. Die Treppen erzeugen halt wirklich keine große Freude. Das seht ihr da an dem Männchen. Allerdings, wir wären ja auch fast pleite gegangen finanziell. Wir sind ja auch finanziell pleite gegangen, weil die... Weil die Sachen halt alle so teuer sind, beziehungsweise wir wenig reinbekommen haben. Mal gucken, wie das jetzt ist auf leicht, ob sich das da ein bisschen anders gestaltet. Ich nehme es mal fast an. Was ich nicht weiß, ist, ob wir die Versorgungsgebäude auch... Nee, die können wir nur... Seht ihr? Die können wir nur unterirdisch machen. Das heißt, das geht nur so. Und ich mag ja diese Tower-Spiele, ne? Diese Simulationsspiele, diese... Ne? Gut. Dann eine Zuschaueranmerkung. Da oben diese Tabs, das sind doch bestimmt Aufgaben. Natürlich, genau richtig. Und wir sollen als erstes hier einen Mad Burger bauen, kleine Mietwohnung und einen allgemeinen Umsatz von 1500 erzielen. Das ist dann natürlich das Problem, dass wir hier noch gar nicht so schnell sind. 80.000 haben wir noch im Konto. Jetzt müssen wir noch die Versorgung reinbauen. Und diese Treppen... Da würde ich mal ganz kurz gucken hier. Die Treppen sind, glaube ich, so gedacht, dass die vor den Gebäuden sind. Sie gehen also nicht unbedingt durch. Das sieht halt irgendwie nur so aus. Also können wir das so lassen, glaube ich. So, wenn wir jetzt nur die Missionen verfolgen, Mad Burger, kleine Mietwohnung und allgemeiner Umsatz, dann hätten wir hier schon ein Problem, weil der Mad Burger ist natürlich ziemlich groß und hat da keine Kunden. Wir könnten das natürlich machen, ne? So ist es nicht. Und seht ihr, also die Treppen sind außen. Also die Leute laufen dann außen irgendwie durch so einen Flur. Und dann in die einzelnen Gebäude rein. Ne? Also das ist nicht unbedingt so hässlich, wie ich erst dachte. Also hässlich nicht, wie das Spiel gemacht ist, sondern halt, wie das dann erscheint. Ne? Seht ihr, da ist ja auch eine Dreidimensionalität. Seht ihr das? Alter, das ist schon sehr, sehr cool. Also das muss man schon sagen. So, pass auf. Wir machen den noch dazu. So. Was ist denn hier? Achso, ich habe die Zeit aufstehen lassen. Gucken wir das nicht. Okay. Also, ein Burger-Restaurant direkt in den ersten Stock rein. Diese Aufträge geben halt dann entsprechend die Boni. Und dann wollen wir noch eine Mietwohnung und einen allgemeinen Umsatz von. Gut. Wir müssen ein bisschen genauer gucken, was die Sachen kosten. Wir sehen hier, 6500 kostet die und bringt 574. Die kleine Eigentumswohnung kostet 6.500. Das ist der gleiche Preis.
Und wir verkaufen die für 13.000. Das ist jetzt, weil wir auf leicht spielen, etwas höher der Preis. Aber wir machen jetzt auch mal hier nach dem Schema. Und dann könnten wir mal vergleichen. Bürogebäude 4.000 für 390. Also etwas unter 10%. Und hier noch weniger. Also die Bürogebäude verdienen insgesamt am meisten. Jetzt muss man aufpassen hier, die Eigentumswohnung können wir nur einmal bauen. Das ist so eine Art, ja, ich würde mal sagen, so eine Geldspeicher, ne? Also wenn wir da vielleicht was brauchen könnten, möglicherweise dies, das. Und deswegen würde ich sagen, wir machen erstmal noch Büroräume auf die andere Seite. Ich weiß auch, dass man hier mit den... Also der Entwickler ist offenbar ein Freund von Funktionstasten, ne? Der hat also alles auf die Funktionstasten gelegt. Muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Kann man machen. Ich überlege gerade, wo würde ich es hinmachen? Nur nicht hier klug scheißen und dann nichts besser wissen, ne? Das mag ich natürlich auch nicht. Okay, wir haben schon mal hier Einnahmen durch den Mad Burger. Null Kunden. Heute haben wir Kunden 572. Das ist schon mal schön. So, die Lobby. Der Hausmeister ist fleißig. Die Mietwohnung. Und die Büros wollen sich allerdings noch nicht vermieten lassen. Können wir schon mal die nächste Etage planen? Oder wollen wir es in die Breite erst ziehen? Ich würde fast sagen... Ja, ich würde fast sagen, wir ziehen das erstmal in die Breite, wie das hier passt. Weil ja diese Versorgung zum Beispiel von... von den Etagen, etagenbasiert ist. Und wenn wir dann einmal Müllraum bauen, dann alles damit abgedeckt wird. Ist natürlich jetzt blöd, wenn wir hier zwei haben und brauchen in Wirklichkeit drei. Ich weiß gar nicht, wie sind das? Na, einer geht noch. Guck, dann haben wir Glück gehabt. Weil diese Räume sind ja immer so ein bisschen komisch. Ja, ich frage mich, warum, wahrscheinlich, warum ich das so genau haben will. Einfach um jetzt mal zu probieren, wie sauber wir hier arbeiten müssen, weil das soll ja auch nicht einfach nur so ein Spiel sein, was denn vor sich hin... Gut, das wird es natürlich auch, ne? Aber so, ihr wisst, was ich meine. So, die Aufgaben haben wir alle erfüllt. Das heißt, wir können jetzt natürlich ein bisschen die Zeit laufen lassen und unseren Bewohnern zugucken. Hier wird erstmal eingekauft hier. Und guck mal, wie detailliert man auch rangucken kann. Und hier steht Müll rum. Das wird wahrscheinlich dann auch eine Kritik sein. Nö, ist keine Kritik. Was haben wir hier? Ein WC in der Nähe, das wäre wahrscheinlich das nächste, was wir bauen müssten. Auch das würde ich dann eine Etage höher bauen. Und jetzt ist das nächste Ziel Mieteinnahmen von 1700, Kundenzahl von 10 und eine verkaufte Eigentumswohnung. Okay, die kriegen wir hier nicht mehr hin. Jetzt mal gucken, was wir hier noch hinbekommen. Aber da können wir zum Beispiel die Müllversorgung hinbauen. Müsste Müll nicht eigentlich auch ein Service sein? Das ist ein bisschen irritierend. Nee. Vier Felder. Ernsthaft? Reicht das denn eventuell? Müssen wir mal gucken. Ich weiß nicht, ob der ganze Raum dann innerhalb von diesem Feld sein muss. Und dann könnten wir... ein WC und so, dann auch in die Nähe von der, ja nicht in die Nähe von der Treppe, aber zumindest, ne, dass die Leute, wenn die da langlaufen, dann am Burger, ne, das ist natürlich auch cool, ne, wenn die am Burgerladen vorbei müssen. Gut, was sind die weiteren Aufgaben? Wir gucken mal. Mieteinnahmen, klar. Kundenzahl, okay. Eigentumswohnung, ja. So, das Ding mit der Eigentumswohnung wollte ich noch erklären. Also, die können wir einmal nicht verkaufen. Kaufen die für 6.500, bekommen 13.500, aber kriegen keine Mieteinnahmen. Das heißt, das Ding ist da, muss gewartet werden, kostet danach immer Geld. Ob das so clever ist, ich weiß es nicht. Das wären jetzt 5 und dann hätten wir dann noch ein 4. Das passt natürlich auch nicht. Dann würde ich sagen, wir machen das mal so. Ich mache das jetzt nur, damit wir zügig im Spielverlauf vorankommen. Benno Bertran, der ist glücklich. Kleines Büro hat er hier.
Bin natürlich gespannt, was da demnächst noch dazu kommt. Es wird sich ein WC in der Nähe gewünscht. Genau, das wollen wir dann auch noch machen. Und hier wird der Müll gelagert. Hier kann man essen. Sehr schön. Es muss noch jemand die Wohnung kaufen. Und schon sind wir glücklich. Ja, da haben wir schon. Gut. Ja, wie machen wir das mit dem WC? Wollen wir das Gebäude nach hier oder nach da hinfahren? Ich glaube, wir werden es nach hier erweitern. Würde ich sagen, wir bauen das WC dann hier auf die nächste Etage rauf. Also wir brauchen eh erstmal die nächste Etage, würde ich sagen. Geht dann hier durchs Hausmeister-Ding. So. Und ja, die Mietgesamteinnahmen, die müssen natürlich dann auch noch passen. Und wir haben natürlich hier schon ein relativ teures Gebäude da drin. Ich weiß nicht. Also man müsste es jetzt mal ausrechnen. Wenn wir jetzt nur Mietgebäude haben, dann haben wir auch immer gewisserweise eine Kostendeckung für die laufenden Kosten. Wenn wir nur Eigentum haben, haben wir erstmal viel Startkapital. Wenn wir Eigentumswohnungen verkaufen. Prestige 4. Durchschnittliches Stresslevel. Hohe Wartezeiten an Fahrzeugen. Je höher der Stress, desto mehr Besucher werden die Gebäude meiden. Zudem ist es schwieriger, Mieter zu finden. Okay, da müssen wir auch drauf achten. Dann haben wir hier 5 Besucher im Tower. Da können wir auch ein bisschen drauf gucken. Sehr, sehr gut. So, das kleine Geschäft will niemand haben. Und 3000 Umsatz von Restaurants und Casinos. Das ist natürlich auch nicht schlecht. So, ich würde sagen, wir machen mal weiter mit Büroräumen. Machen wir mal 5 Büroräume, damit das hier auch überbrückt ist. Und dann gucken wir mal, wie das mit dem WC aussieht. Und jetzt will er 3 kleine Eigentumswohnungen. Und mehr Leute im Restaurant. Die kommen natürlich wahrscheinlich automatisch, wenn wir mehr Leute haben, die hier arbeiten. Im Moment hat er auch ja nicht so viel zu tun, wie der Kollege. Da ist schon wieder der nächste Mieter drin. Sehr gut. Ja. Die Aufgabe, das WC zu bauen, haben wir nicht. Ich weiß nicht, ob wir auf die warten sollten, oder? Die kommt ja bestimmt irgendwann. Wie breit ist denn das? Ich genau 1 da rein. Okay. Wie wäre es denn, wenn wir dann hier die Büroräume haben, auf der anderen Seite dann Einkaufsläden? Aber ich weiß nicht, ob die Einkaufsläden sich so rechnen. Hier ist ein kleines Geschäft. Niedriger Personenverkehr. Und wir haben beim Einkaufsladen immerhin 5000 Anschaffungen und 471. Aber ich glaube, wir kriegen auch einen Anteil. Kriegen wir auch einen Anteil der Verkäufe. Schauen wir mal kurz. Tagesbilanz. Attraktionen, sonstiges Mieteinnahmen. Ich glaube nicht. Sonstige Einnahmen. Es ist halt schade, dass man nicht sieht, was es ist, ne? Aber ich glaube, die Leute wären sehr viel zufriedener, wenn wir ein WC bauen würden. Aber ich würde jetzt gerne hier oben so eine Art Büro- und Einkaufsetage haben wollen. Das heißt, ich würde sagen, wir setzen mal voll auf Risiko und bauen hier mal 3 Einkaufsläden rein. Und hoffen, dass die bezogen werden. Denn ihr seht schon, jetzt haben wir schon wieder kein Geld mehr. Mut wird also nicht unbedingt belohnt. Weil das WC kostet 10.000. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal die Tageseinnahmen abwarten. Jetzt wäre schon wieder Mad Burger von uns haben. Und 3 kleine Eigentumswohnungen. Das wäre natürlich so eine Sache, die man machen könnte. Ne? Man könnte jetzt eine kleine Eigentumswohnung irgendwo hinbauen. Die verkaufen lassen, dann haben wir wieder Geld. Aber es ist irgendwie fishy. Das ist halt, wenn ich jeden Tag 300, 400, 500 Euro bekomme, ich weiß nicht, was sich da eher rechnet. So, jetzt müssen wir das WC aber bauen, weil wir sonst da oben keine
Verbindung haben. Schade. Verbindung haben, okay. Und jetzt, wo hier so viele Büros sind, müsste doch eigentlich hier auch mehr Betrieb in unserem Mad-Burger-Laden sein. Aber die Leute kommen offenbar erst in die Mittagszeit. Wollen wir mal gucken, ob das auch noch berücksichtigt wurde. Tatsache. Restaurantauftrag erfüllt. Da könnte man vielleicht neben den XP auch noch ein bisschen Geld gut schreiben, wenn man den Auftrag erfüllt hat. Wäre vielleicht eine Überlegung wert. Qualität, Lautstärke, Sicherheit kommt auch noch irgendwann dazu. Ja, wir können jetzt über diese Gebäude nichts verdienen, weil ich jetzt erst hier eine Brücke bauen muss. Können wir aber nicht, weil das wird hier noch nicht gebaut. Jetzt können wir es bauen. So. Prestige 7, Zufriedenheit 1. Ich bin ja mal gespannt. Also so ein Kniff oder eine knifflige Sache immer bei diesen Spielen ist ja dann hinterher. Wie kriegt man die Leute von A nach B durch die ganzen Etagen durchgeschoben? Ja, also die Personallogistik sozusagen. Und wie das aussieht, das seht ihr in der nächsten Folge von Mad Tower Tycoon. Würde ich mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Lasst gerne einen Kommentar da. Bis zum nächsten Mal hier in Garderobe Deluxe. Tschüss.